Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valentino Rossi The Game. Und wir machen bei der Rossi Experience ein bisschen weiter, kann man sagen, im Sinne von Rossipedia. Es hat sich nämlich wieder ein bisschen was an Credits angesammelt. 218.000, so wie ich das da sehe. Und ich werde das jetzt nicht so einfach wild hier drauf einkaufen, sondern so ein bisschen systematisch, damit wir da auch so. Ja, dann die passenden Rennen eben auch fahren können, weil ich möchte diese ganzen Lackierungen hier dann natürlich auch gerne austesten. Und dann machen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Eine Valencia-Lackierung, die lasse ich erstmal aus. Valencia waren wir letztens schon. Das sind Helme, die lasse ich erstmal so stehen. So, was haben wir denn hier? Ja, können wir dann mit dieser Version fahren, indem er das T-Shirt anhat? So ein Rennen? Hä? Müssen wir dann mal gucken. Dann haben wir hier nochmal so eine Jubiläums-Yamaha. Auch Valencia. Ich möchte dann natürlich auf der passenden Strecke fahren. Jede Menge Helme. Was haben wir hier? Eine Assen-Version. Passt aktuell Dutch GP am Start? Oder der wird ja schon längst vorbei sein. Phillip Island, Abarth. Dann haben wir hier natürlich ja hier die Helme. Hier nochmal ein Fiat-Teil. Jede Menge Helme. Hier nochmal 9. Weltmeistertitel. Der letzte Titel. Wohlgemerkt. Ich glaube, den könnten wir eigentlich auch auswählen. Ja, nehmen wir die Lackierung hier, würde ich sagen. Das Fest-T-Shirt Alte Henne zu seinem 9. Weltmeisterschaftstitel. Am Ende des Grand Prix von Malaysia 2009 feiert Valentino seinen 9. Weltmeistertitel, indem er einen Top trägt, auf dem der Satz "Was Gallina Fegia fa buon brodo" eine alte Henne ergibt eine gute Brühe zu lesen ist. Zusätzlich zu dem Scherz über sein Alter zielt die Ironie noch auf die Kritiker ab, die ihn bezichtigen, buchstäblich, was? Die ihn bezichtigen, buchstäblich abgekocht, also zu alt für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu sein. Alles klar, schwierig zu lesen. 15.000, gib, gib. So, Sepang. Beziehungsweise 150.000 waren es, ne? What the fuck? Das waren viele Punkte. Aber egal, wir möchten das Ganze jetzt natürlich auch fahren. So, Malaysia haben sie gesagt. Oh, ich habe jetzt gar nicht aufs Jahr geguckt, welches Bike wir da auswählen müssen. Da geht es nämlich, oder wird es natürlich schneller gehen. Ja, in welchem Jahr war denn der letzte Weltmeistertitel? Dann müssen wir einmal. Ne, das war das nicht. Ne, die gelbe war es ja auch nicht. Hier vielleicht? Nein. Das ist immer ein bisschen blöd, das müssen wir uns eigentlich merken. Ah, hier haben wir es noch. Mit dem T-Shirt Alte Henne. So, Yamaha M1 von 2009. Da fahren wir natürlich auf Malaysia, auf Sepang passend. Lassen das Ganze. Ja, hier kannst du 5 Runden auswählen bei den normalen freien Rennen. Das ist ganz cool. 3, 5, 7. Ja, lassen wir 5 machen. Nur Rennen, realistisch. Blabli blub und los geht es. Und dann fahren wir theoretisch mit diesem T-Shirt jetzt bezogen das Rennen, oder? Vermute ich mal, weil ohne macht es ja keinen Sinn eigentlich. Und mit T-Shirt, sehr, sehr komisch. Würde, glaube ich, komisch aussehen. Und in der Tat, wir fahren ein Rennen mit einem fucking T-Shirt an. Es ist ziemlich cool. Da haben wir es. Können auch gleich nochmal in die freie Kamera gehen und können uns das Motiv angucken. Das können wir eigentlich beim Start machen, da ist er ja noch relativ oben, freie Kamera. So, hier die Rückseite. Was haben wir da? Die alte Henne natürlich. Was hatten die da oben? Brodo. Irgendwas. Das sieht aus wie ein Blumenkohl. Und dann natürlich die 9 Eier, die alte Henne. So können wir da auch.
Ja, okay, da stand eben dieser Spruch, ne? Das haben wir ja auch schon beim Vorschaubildschirm gesehen. Alles klar, fahren wir in diesem wunderschönen Design hier in kurzes, knackiges 5-Runden-Rennen auf Sepang. Oh, was macht er denn hier? Mal gespannt, wie sich die KI jetzt hier wieder verhält. Es variiert wirklich stark, finde ich. Boah, da wird mir hier schon reingefahren. Dovizioso ist das hier auf der Repsol. Ja, hier muss man sagen, ist es wieder wesentlich schwieriger, da mitzuhalten. Und ich meine, die Strecke kennen wir auch. Das Bike lässt sich jetzt auch nicht sonderlich schwer fahren. Ist halt ein MotoGP-Bike. Dukawa, Dovizioso im Doppelpack. Aber Dovizioso hat diesen Sepang-Bug abbekommen und ist da gestürzt. Piaggio jetzt vorbei. Ja, wir werden wieder durchgereicht wie ein Assen. Sehr, sehr schwierig hier mit den vier Strokes. Hier ist die KI wirklich astrein. Upsala, hier hartes Rausbeschleunigen. Dahinter nur noch eine Ducati. So, Biaggi außen vorbei, da wird aber wieder kontern. Eieiei. Ja, die fahren wieder weg, in der Tat. Also realistisch ist hier wirklich knüppelhart. Das meinte ich hier mit variiert stark. Aber wiederum das Gute, dass du wirklich vor jedem Rennen halt eben alles anpassen kannst nach deinen Bedürfnissen. Und jetzt Capo Rossi, der wird jetzt auch noch an uns vorbeigehen. Ja, der fährt uns hier schon halb über den Haufen. Aber es liegt am T-Shirt, kann man mal sagen. Es liegt am T-Shirt. Da ist der Luft, der Windwiderstand einfach höher. Das flattert uns ja die ganze Zeit hier über dem Kombi. Ah, dahinter sind noch ein paar. Doch nicht der letzte. Das sind 9 von 12. Dahinter sind noch zwei. So, Biaggi hätte es fast erwischt. Oh, der kam da von der linken Seite. Ja, dass die Stelle noch nicht gefixt wurde. Exakt übernommen von MotoGP 15. So, und Biaggi, ja, der hängt uns hinten. Der wird jetzt gleich wieder einen Versuch starten. Was macht er denn? So, Capio ist ja auch vorbei. Wunderbar. Wen haben wir dahinter? Achso, Dovizioso ja gestürzt. Oder ist das Dovizioso? Ja, doch, macht Sinn. Und dahinter müsste eigentlich Lorenzo sein. Das war eine Yamaha. So, der bleibt erstmal hinter uns, der Andrea. Hartes Rennen auf jeden Fall, hartes Rennen. Gucken, Capo Rossi, ob wir da eventuell noch mal rankommen können. 2 Runden. Bisschen mehr als 2 Runden.
Wir hätten wieder eine kleine Lücke rausgefahren. Oh, Capio Rossi. Gelbe Flaggen. Lorenzo hat gecrashed, der war hinter uns. Kann man gerade nach hinten gucken? Jawohl. Nur noch Dovizioso hinter uns. Lorenzo abgeschlagen jetzt. Wir kommen in der Tat wieder ein bisschen an Capio Rossi ran. Windschatten wäre angebracht. Jetzt saugen wir uns ran. Und das geht, glaube ich, schief. Jawohl. Da können wir den Überschuss nicht handeln. Und schon sieht es wieder so aus wie die Runde zuvor. Sofort wieder neu. Oh, jetzt komme ich hier wieder raus. Sofort neuen Versuch starten, ranzukommen, ranzufahren. Ich meine, wir haben hier unseren 9. Weltmeistertitel gefeiert. Da muss doch was drin sein. Da muss doch mehr drin sein als der 10. Platz. Lorenzo kommt auch wieder ein bisschen ran, aber Dovizioso, die bleiben da so weit. Und wieder ein Crash. Dovizioso schon zum zweiten Mal wieder an der Stelle. Zum zweiten Mal. Aber die anderen vor uns, die lassen sich davon nicht beeindrucken. Die crashen da nicht. Scheint immer nur ganz selten zu sein bei dem ein oder anderem. Ja, die Lücke wird größer gefühlt. Letzte Runde jetzt. Wird schwer, wenn die da vorne weiter wegfahren. 1,4. Aber wir probieren noch mal alles. Ja, wieder 4/10 verloren. Und oh, da gab es einen Zusammenprall hier. Ukawa Biaggi war das, glaube ich. So wie ich das mitbekommen habe. Oh, 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 da haben wir nochmal zwei Positionen, aber richtig lucky. Ah, Mann, der fällt ja eine Scheiße wieder. Zwei Positionen, aber die müssen wir erstmal halten. Aber der kommt da schon wieder. So und raus. Müssten wir halten, ja. Da lauen sie schon wieder. Aber dann nochmal so ein bisschen wieder mehr Glück als Verstand gehabt, kann man sagen. Ukawa, Biaggi zusammen
gestürzt, dahinter auch schon wieder Lorenzo angeschlossen. Demnach müsste Dovizioso auf der 12 sein, genau. Ja, immerhin auf der 8, kann man sagen. Immerhin auf der 8. Und dann haben wir dieses Rennen hier mit dieser Speziallackierung beendet. 4.000 haben wir am Ende rausbekommen. 150.000 Valentino Rossi Punkte hat das Ganze gekostet. Dieses T-Shirt, das ist ja nicht mal eine richtige Lackierung gewesen, es war ja nur ein T-Shirt. Wir können aber gerade noch mal gucken, ob sich hier noch was weiteres freischalten lässt. Ich gehe da einfach mal quer durch. Was ist denn da so am Ende? Es gibt noch einiges zum Freischalten. Ich meine, das meiste hier sind die Helme. Die kosten alle so bei 10.000. Ja. Helme lassen wir jetzt aber mal so ein bisschen nebenbei. So, alles Helme. So, was haben wir denn hier? Bye bye Baby. Zu seinem Abschied von Yamaha. Ja, danach ist er ja zu Ducati. Können wir es überhaupt kaufen? 150.000? Nein, können wir nicht. Wir haben 72. Deswegen lese ich den Text auch gar nicht erst vor. 18.000, das können wir uns kaufen. Spezielle Fanbeschriftung. Für den Grand Prix der USA in Laguna Seca 2010 wird ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem Valentinos Fans ihre Fotos einschicken sollen. Dank der Initiative können die Gewinner ihre eigenen Gesichter auf der Verkleidung der Yamaha M1 erleben, die dann ein originelles Schwarz-Weiß-Mosaik ergeben. Das Muster auf dem Helm wurde ebenfalls mit dieser Technik entworfen, aber es nutzt andere Bilder in Farbe. In diesem Fall wurden Fotos von Personen verwendet, die Valentino nahestehen. Darunter sein Team, sein Teamleiter und sogar seine Hunde. Alles klar. Und das sieht auch sehr interessant aus. Laguna Seca waren wir ja erst mit dieser Speziallackierung in Gelb zum Yamaha-Jubiläum 2005. Dann gehen wir wohl wieder zurück nach Laguna Seca. Das werden wir dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Und ansonsten, ja, die Dinger, die sind mir da schon am Anfang der Folge so weit durchgegangen. Sind dann auch mehr oder weniger so Kleinigkeiten noch. Hier die eine Laguna Seca, die wir schon hatten. Okay, gut, dann wissen wir Bescheid. Wir merken uns im Kopf, nächstes Rennen neben der Karriere wird ein Laguna Seca Rennen mit Rossi sein. Alles klar, dann sind wir auch schon wieder durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal bei Valentino Rossi The Game.